Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwert und Schild Crown Tundra. Letzte Folge haben wir uns allen vier Regis, die ich so fangen konnte, bemächtigt. Dem Pokémon Keldeo und den Pokémon Viridium, Cobalium und Terrakium. Und jetzt gehen wir uns mal angucken, was mit dieser letzten Abenteuernotiz auf sich hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Peony kein bisschen vermisst irgendwie. Aber wir müssen ja mit ihm reden. So, komm mit. Hey, wenn das nicht unser Expeditionsleiter höchstpersönlich ist, schön dich zu sehen. Endlich komme ich mal dazu, ausgiebig Zeit mit meiner Tochter, mit meinem Töchterlein zu verbringen. Ja, die sieht aber irgendwie nicht so glücklich darüber aus, mein Freund. Ja, ich habe eine Notiz von dir gefunden. Was sagst du da? Du hast in der Basis etwas gefunden, das wie eine meiner Notizen aussieht. Das soll mir gehören, daran kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern. Nanu, der Ort, der hier auf der Notiz vermerkt ist, das ist doch das Steiner Riesennest, oder? Wow! Achso, das... Huch! Das sind die Menschen aus dem Deiner Riesennest. Was ist denn los? Im Deiner Riesennest sind Kreaturen aufgetaucht, und zwar haufenweise. Ist das nicht so in einem Deiner Nest, dass da Deiner Pokémon auftauchen? Keine Ahnung, ob das überhaupt Pokémon sind. Ah, jetzt weiß ich, worum es geht. Was sagst du da? Es geht um Ultrabestien. Wie es scheint, ist ein Ökosystem aus einer anderen Welt in unsere eingedrungen. Ob das mit der Ultrapforte zusammenhängt, die sich für einen kurzen Augenblick aufgetan hat? Keine Ahnung. Es kann auch was mit dem fliegenden Spaghetti-Monster zu tun haben. Wer weiß schon. Klingt ganz so, als ginge hier gerade etwas völlig Unglaubliches vor sich. Du weißt, was das bedeutet, oder? Da steht wieder ein neues Abenteuer für dich in den Startlöchern. Und ich weiß schon ganz genau, welchen Titel es tragen wird. Legendärer Anblick. Ein ultra großes Loch. Kraft am Himmel. Wow. Na, der Titel ist erste Sahne, oder? Jedenfalls wartet das nächste Abenteuer auf dich. Schnapp dir diese Pokémon, von denen der Zettel spricht. Und falls es keine Pokémon sein sollten, dann nimm schleunigst die Beine in die Hand. Also die Kurzfassung von dem Abenteuer ist, man kann jetzt Ultrabestien fangen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Und diese ganze Quest ist eigentlich erst vorbei ab dem Punkt, wo man Necrozma fängt. Und es gibt eigentlich nichts Großartiges dafür. Wir gehen jetzt raus und dann wird die Story auch so weitergeführt. Wie ihr seht. Beep, beep. Hey Tekko. Hallo. Ich bin doch hier mit dem Smart-Rotom von Tekko verbunden, oder? Ja, durchaus. Ah, super. Ich dachte schon, kurz Hop hätte mir die falsche Nummer gegeben. Oh, da fällt mir auf, ich habe dir selbst noch gar nicht gesagt, wer hier redet. Ich bin's, Deleon. Tut mir leid, dass ich dich einfach so aus heiterem Himmel anrufe. Aber ich habe einen guten Grund, glaub mir. Ich hätte da nämlich eine wichtige Bitte an dich. Vom alten an den jetzigen Champ sozusagen. Genaueres erzähle ich dir lieber in Person. Ich warte im Score-Stadion auf dich, ja? Ich komme, kein Problem. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg und verlauf mich auch nicht. Achso, er. Versprochen. Ja gut, dass Deleon sich mal nicht verläuft, glaube ich eher weniger. Aber wir wissen ja so ungefähr, worum es hier geht. Für die Leute, die nicht wissen, worum es hier geht. Es geht einzig und allein um das Star-Tournament. Was das ist, werden wir jetzt ja sehen. Oh Gott, hier werden Erinnerungen wach. Ich habe zwar die Hauptstory nicht Let's Played, aber da werden trotzdem Erinnerungen wach. Deleon, da bist du ja. Was geht ab? Ah, da bist du ja, Tekko. Komm, lass uns auf den Kampfplatz gehen. Da erzähle ich dir, warum ich dich angerufen habe. Bist du bereit? Ja, alles klar. Auf geht's. Alle anderen warten schon ganz gespannt. Die alle anderen. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Sind da schon Menschen? Ich wollte mich noch umziehen vorher. Wo ist denn da alles? Die Arenaleiter? Hopp ist da. Da ist die Krufti. Ich hab den Namen vergessen, tut mir leid. Hey Tekko, du wurdest also auch hergebeten. Was soll das Ganze jetzt hier? Was? Mein Bruder hat dir doch erzählt, worum es geht, oder? Eigentlich ist mein Lehrplan so voll, dass ich erst abgelehnt hatte, aber mein Bruder wollte nicht locker lassen. Oh, hey. Oh, hey. Oh, falsche Stimme. Oh, hey, sorry, dass ich einfach so in eure Unterhaltung platze, aber oh, du bist doch so froh. Also, oh mein Gott, ich muss die Namen vorher lesen. Oh, du bist aus Sephora, aus dem Master Dojo, oder? Oh, schön, du erinnerst dich an mich, Hobbylein. Dann muss ich ja gar nicht giftig werden.
Okay. Ich habe hart trainiert, seit du mich damals so gnadenlos fertig gemacht hast. Und jetzt bin ich offiziell eine Arena-Leiterin. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, wie hat die das denn gemacht? Wer hat das denn zugelassen? Hallo? Ich bin noch in der Unterliga, aber lob mich ruhig ein bisschen, ja. Das ist wirklich toll. Du schaffst es sicher auch noch in die Oberliga. Streng dich nur an. Ach, Hobbylein. Bei dieser Veranstaltung hier werde ich auch mein Bestes geben. Darauf kannst du wetten. Jetzt bin ich echt Feuer und Flamme. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ha, da gerätst du ja richtig in Fahrt, was? Also gut, Freunde. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Erst einmal danke, dass ihr gekommen seid. Servus. Ne, wir sind alle da. Bis auf die Arena-Leiter, die nicht zu meiner Edition gehören. Aber okay. Es erschien mir einfach am passendsten, euch meine Idee persönlich zu erklären. Huch, warum plötzlich so ernst? Steigt dir der Ruhestand zu Kopf? Was genau hast du denn vor, alter Herr? Sehr witzig, Roy. Ja, was kommt? Wie ihr wisst, habe ich immer daran gearbeitet, auf eigene Faust der Allerstärkste zu werden. Aber dann sah ich, wie Tekko und Hopp und mein kleiner Bruder Hopp miteinander wetteiferten und dabei immer stärker wurden. Da wurde mir klar, wie schnell man sich weiterentwickeln kann, wenn man einen Rivalen oder einen Freund zur Seite hat. Bitties. Oh mein Gott. Und da ich hier in der Liga die Position von Präsident Rose übernommen habe, liegt mir auch noch eine zweite Sache am Herzen. Ich will unserer wundervollen Galar-Region noch viel mehr einheizen. Aus diesen zwei Gründen habe ich euch heute hergebeten. Es gibt eine große Ankündigung. Und was ist das? Hiermit gebe ich nämlich den Startschuss für das Galar-Star-Turnier. Das Galar-Star-Turnier. Also, Mary, okay, ja, komm. Ich höre auf mit den Stimmen. Puh. Wo nimmt der nur die ganze Energie her? Das klingt nach jeder Menge Arbeit. Beim Galar-Star-Turnier dreht sich alles um Teamkämpfe. 2 gegen 2. Wer verliert, scheidet aus. Sucht euch unter den stärksten Trainern, die euch in den Sinn kommen, euren Partner aus. Vereint als Team eure Kräfte und arbeitet euch bis ins Finale vor. Die Zuschauer mögen das auf jeden Fall. Jetzt musst du nur noch einen Partner für das Turnier finden. Kann ich auch Deleon nehmen? Ich hätte gern Deleon. Bitte. Ich will Deleon. Och Mann. Ist Roy hier? Roy ist auch nicht da. Ich kann Hopp nehmen. Ach komm, Hopp. Wir machen das. Ja, mein Bruder, ja, Selbstwert auf den Kopf zerbrechen. Komm, ich bin dein Partner. Ja, wir tun uns zusammen. Das sehe ich auch so. Ah, Anmeldung am Empfang. Alles klar, du hast dich also mit deinem Partner entschieden. Schön, dann werde ich euch gleich für das Turnier registrieren. Einen Augenblick. So, alle Teams wurden ordnungsgemäß registriert. Hopp ist also dein Partner, ja. Seid ihr bereit? Nein. Ich muss mich erst noch umziehen. So, ich habe mich jetzt umgezogen, mein Team ein bisschen überarbeitet und bin bereit, jedem Gegner gewaltig in den Hintern zu treten. Gegen wen treten wir denn zuerst an? Hier sind unsere Teilnehmer. Scheiße, ich habe es nicht sehen können. Zeig mal nochmal. Nein, ich will's sehen. Wir treten zuerst gegen Yaro und Kate an. Kann ich Pokémon auch hier drin tauschen? Nee, okay, gut. Ich würde behaupten, wir nehmen Zerora am Anfang mit rein, weil Zerora Feuerfeger und halt Plasmafäuste kann und damit mega gut gegen Feuer und gegen Pflanze und Wasser ist. Okay, gut. Ich denke, wir können einfach loslegen, oder? Ja, sieht so aus. Dann lass das Galar Star Tournament mal beginnen. Jetzt kommt bestimmt noch eine Cutscene. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie rechtlich herzlich zur ersten Runde begrüßen. Heute stehen sich die folgenden Gespanne gegenüber. Tekko und Hopp gegen Yaro und Kate. Ah, das wird easy. Die machen wir. Ich habe einen Shiny Zerora vorne. Kann doch gar nicht verlieren. Oh je, wir stehen gleich im ersten Kampf dem Team des Champs gegenüber. Was soll das, Yaro? Du kannst doch nicht jetzt schon den Mut verlieren. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, kommt so schnell niemand gegen uns an. Du hast recht. Ich werde allen zeigen, was ich drauf habe. Und ich erst. Ich bin viel stärker geworden seit der Arena Challenge. Ihr werdet schon sehen, was für tolle Attacken meine Pokémon zum Besten geben können. Hat er nicht? Er hat doch, warte, ganz kurz. Konzentrieren wir uns erstmal auf die erste Runde. Los, nehmen wir alle Kraft zusammen. Er hat doch Zamamenta gefangen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Hauptstory ist bei mir ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht so ganz genau. Oh Gott, der Sound. Die Kampfmusik ist gut. Gefällt mir. Gleich 2 Pokémon, die ich von Anfang an weghauen kann. Das läuft ja auch super.
Gut, ich denke, wir konzentrieren uns zuerst auf Yaru. So ein schöner Feuerfeger für Tengulis, das könnte was bringen. Hoffe ich zumindest mal. Oh, ich habe den Plausch zwischen den zwei da gar nicht mitbekommen. Aber egal. Feuerfeger gegen Tengulis. Aber gegen Tengulis, Tengulis ist doch auch Unlicht-Pokémon. Das heißt, wir hätten auch Nahkampf einsetzen können. In der Theorie. Die machen soliden Damage für den Anfang. Finde ich gar nicht so nice, aber das Tengulis instant rausgenommen. Das ist mein Zerover. Das ist mein Zerover Level 100. Aber gut. Die anderen Pokémon haben ja auch ein beachtliches Level. Leider Gottes ist Zwolloc jetzt zurückgeschreckt. Das macht es ein bisschen blöder. Er hätte ja gut Damage machen können. Kinoso? Warum hat denn der ein Kinoso im Team? Es gibt doch viel bessere Pflanzen-Pokémon, die er in der Theorie haben könnte. Aber egal. Hauen wir erstmal Tektas weg. Ich habe keinen Bock, dass der hier noch Probleme macht. Ah, da kommen die guten Plasmafäuste. Und Tektas ist raus. Selbst wenn wir ihn jetzt nicht gekillt hätten, hätte er sich wegen seiner Fähigkeit eh zurückgezogen. Und das wäre auch gar nicht so schlecht gewesen. Meiner Meinung nach. Aber naja. Weiter geht es. Oh, Akrostella kommt als nächstes. Kinoso hüpft da so fröhlich. Ich finde das so witzig. Warum kam denn das mit dem Dynamax-Ding schon wieder? Feuerfeger natürlich, auf Kinoso. Ich will jetzt Kinoso weghaben. Ach gut, ich dachte gerade schon... Obwohl, ist Plasmafäuste in dem Sinne ein Direktangriff? Weil eigentlich ja nicht. Ich frag mich, ob wir von Bunker vergiftet worden wären. Wäre ich da jetzt draufgegangen. Aber naja, ich bin ja sowieso nicht draufgegangen. Obwohl, wir können sie jetzt bei Risikotackle sehen. Ja, Risikotackle, das wird safe vergiftet. Aber bei Plasmafäusten bin ich mir nicht sicher. Weil er lässt ja Blitze vom Himmel herregnen. Von daher glaube ich nicht, dass wir vergiftet worden wären. Wenn es sein muss, werde ich hier Wurzeln schlagen, um für meine Freunde zu gewinnen. Ach stimmt, er ist schon beim letzten Pokémon, oder? Trapfel. Mit sowas habe ich erwartet. Und jetzt gerade Gigantamax, ne? Nein, kein Gigantamax? Dann halt nicht. Ah, wenn ich meinen Dynamax nicht einsetze, dann wird das weniger. Gut, jetzt verstehe ich es. Ja, ich würde mal behaupten, Akrostella geht jetzt weg. Hat das Zwolloc eigentlich schon irgendwas gemacht, außer Risikotackle und so? Ich meine, es hat ja kein einziges Pokémon besiegt. Bisher hat alles Zerora gemacht. Wie viel Leben hat Zerora eigentlich noch? Das weiß ich gar nicht. Gut, dass Lavados ein Level abkriegt, aber ich wüsste gern, wie viel Leben Zerora noch hat. Zwolloc ist ziemlich raus, habe ich das Gefühl. Wenn er überhaupt lange durchhalten würde. Stimmt, Drapfel ist vom Typ Pflanze Drache, ne? Das wird kein Problem. Rookade auch beim letzten. Auch ein einzelner Tropf kann das Fass zum Überlaufen bringen und euch untergehen lassen. Ja, aber Wasser gegen einen Elektro-Pokémon ist momentan nicht die schlauste Idee. Das ist schön, dass ich wieder Dynamaximieren kann, aber ich sehe gerade keinen Grund darin. Oh, wir haben noch gut Leben. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal Kalman raus. Und der Gigantamax, das Drapfel. Gut. Gigantamax Drapfel sollte jetzt auch nicht mehr so viel gegen uns ausrichten können. Aber das wird sich ja jeden Moment bestätigen. Ich finde vor allen Dingen Schlapfel ist so ein cooles Pokémon. Drapfel auch, aber Schlapfel ist viel cooler in meinen Augen. Und die Gigantamax-Form, die ist auch super. Einfach klasse. Und tschüss, Salma. Damit ist Kate raus. Nur noch Yaru. Yaru? Ich habe den Namen vergessen. Ich vergesse die Namen hier so schnell. Was ist denn los? Ist ja unfassbar. Dynavurm hat gut Damage gemacht bei uns. Das ist mies. Jetzt sinkt auch noch der Angriff, aber ich glaube, wir müssen genug Damage ausführen können. Zur Sicherheit, ich glaube, ich kann deine maximieren. Kann ich deine maximieren? Nein, ich kann nicht deine maximieren. Dann müssen wir so auf Feuerfeger gehen. Obwohl, Wutanfall müsste doch viel mehr bringen. Ich meine, es ist doch eher ein Drachen-Pokémon. Oder?
Ja, hat auf jeden Fall gut Damage gemacht. Das soll uns jetzt Watteschild bringen? Mal nur so nebenbei. Das war doch komplett verschwendeter Zug. Da hättest du lieber Risiko-Tackle eingesetzt. Meine Attacken habe ich auf den Feldern den letzten Schliff verpasst. Lass... Keine Ahnung. Ich konnte es nicht fertig lesen. Giga-Säugerguss. Das ist die Schlapfel-Attacke. Beziehungsweise die Drapfel-Attacke. Und wer hätte es gedacht... Oder er war so... Nee, es ist, kann auch normaler. Ich habe keine Ahnung von den Giga-Dynamax-Attacken. Aber wichtig ist, Zwolok ist raus. Und das ist jetzt ein Problem. Also... Für Hopp ist das ein Problem. Ich meine... jetzt fährt er aber die Hakengeschütze auf. Zamamenta. Zamazenta, sorry. Aber das ist krass. Ich hab, Dingens leider nicht. Ich hab das Schwert-Pokémon leider nicht mit reingenommen. Im Endeffekt wäre es eigentlich cool gewesen, mit beiden zu kämpfen. Seite an Seite. Hätte schon was gehabt. Aber naja, die erste Runde... haben wir damit gewonnen. Gegen euch war kein Kraut gewachsen. Gebt auch in der nächsten Runde alles. Immer. Natürlich. Und Kate sagt nichts mehr? Okay. Wer hat denn hier gewonnen? Mac und Zyder haben gegen Ness und Mary gewonnen. Und es tut mir leid. Ich mochte Mary. Und Ness mochte ich auch. Sophora und Betis. Schön, dass die verloren haben. Gegen Peony und Cabo. Peony ist dabei. Das ist nice. Und Deleon und Roy haben gegen Fragezeichen, Fragezeichen gewonnen. Okay, wer war Fragezeichen, Fragezeichen? Ich glaube, Fragezeichen, Fragezeichen war Maastricht. Da habe ich so meinen Verdacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie erleben hier Kampfspaß am laufenden Band. In Runde 2 stehen sich heute die folgenden Duos gegenüber. Tekko, Top gegen Mac und Zyder. Ja, und wir werden gewinnen. Oder war... Nee, er war Kampf. Er war Stein, weil Peony ist ja Stahl. Das ist die ideale Konstellation, um allen unsere Stärke zu zeigen. Ja, an unseren Gegnern gibt es nichts auszusetzen. Ich werde mit Leib und Seele danach streben, den Sieg zu erringen. Zusammen bilden wir einen Felsen, der nicht so leicht zu zerbrechen ist. Puh, das sind keine leichten Gegner. Aber wenn wir die gleiche Leistung bringen wie sonst auch, schaffen wir das. Ja gut, ich hab die halt schon vorher besiegt, ne? Und ich bin halt krasser geworden. Also von daher... kann man da gut was machen. Ich hätte so gerne persönlich mit Deleon geteamt. Mit Deleon zusammenzukämpfen wäre, glaube ich, richtig nice gewesen. Aber naja. Kampf und Gestein. Los geht es. Kann ich direkt schon am Anfang Gigantamaxen? Ah, da wunderbar. Dann würde ich mal sagen, Gigantamaxen wir sofort. Und hauen mit einem wunderbaren Gigaschützen Potrot mal raus. Das sollte uns, denke ich mal, ganz gut tun. Da kommt es. Unser wunderbares Inteleon in der Gigantamax-Form. Ich finde Inteleon in der Gigantamax-Form richtig cool. Ich muss sagen, ich finde nur das Feuer-Pokémon nicht so geil in der Gigantamax-Form. Weil den Pflanzenaffen finde ich auch richtig nice. Aber Inteleon ist da tatsächlich doch mein Liebling geworden in der letzten Zeit. Ich frage mich nur, one-shotte dich jetzt oder... Ja, ich one-shotte. Nice. Und Zwolok direkt raus. Ich glaube, Zwolok hat in diesem Turnier noch gar nichts gerissen. Einfach gar nichts. Das Einzige, was Zwolok hingekriegt hat, war zu sterben. Und Zamazenta macht hier gefühlt alles. Beziehungsweise gut aussehen halt. Das macht Zwolok halt nicht. Aber Zamazenta macht das schon. Er hat als nächstes Despota. Okay. Aber, Sandsturm macht jetzt nicht so krass viel Damage, aber Sandsturm bringt halt, macht halt erstens Damage und zweitens könnte durch Attacken leichter fehlschlagen. Daneben gehen, aber mein Dynaschütze macht sie alle kalt. Das finde ich super. Tschüss, Despota. Oh, Knuddler müsste jetzt Resladero aber ganz schön einheizen. Fast sogar geone-shottet, nicht schlecht. Oha, der Turmkick macht ja richtig, richtig viel Damage. Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche eine Fallgrube, um euch zu besiegen, aber woher kriege ich die jetzt? Jetzt kommt, Monte Carpo. Das ist ja jetzt richtig mies. Ich meine, das ist ja Feuer und Gestein. Das ist ja nochmal, das ist mein Inteleon ja nochmal besser. Hier, Gigaschütze und tschüss, Monte Carlo. Oh. Gigantamax versus Gigantamax. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob wir dann Monte Carlo one-shotten.
Weil Gargantamax, das ist halt schon gut was, ne? Das kann durchaus heftig sein. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich denke, ich fange zuerst an. Die Initiative von meinem Inteleon müsste am höchsten sein. Und wie sieht's aus? Doch, tatsächlich One-Shot. Gut. Habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, der hat genug Leben, damit er es überlebt. Aber Feuer und Doppel-Effektivität mit Feuer und Stein, das war dann wohl... Obwohl, es müsste sogar Vierfach-Effektivität sein, oder? Egal. Das war auf jeden Fall zu viel für Monte Carbo. Selbst in der Gargantamax-Form. Der Knuddler müsste jetzt Resadero besiegen und... wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung. Die Kampf-Arena-Leiterin ist nur noch auf ein Pokémon runter. Oh, dieser blöde Sandsturm, kann der sich nicht legen? Oh, ein Legios. Das habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, Inteleon hat hier eindeutig seinen Job gemacht. Ich denke, ich gehe mit einer Kehrtwende raus, auch wenn die nicht so viel Damage macht. Der Chip-Damage ist immer was Schönes. Die Frage ist nur, auf wen gehe ich jetzt? Ich bin gerade am überlegen, ein Flug-Pokémon wäre eigentlich ganz nice. Oder jemand mit einer Flugattacke. Ja, Lavados. Mit Lavados hatte ich tatsächlich noch gar nicht so viel gekämpft. Jetzt könnte ich den mal schön in Action zeigen. Lavados habe ich übrigens im Team, weil ich der Meinung bin, dass das coolste von allen ist. Und ich bleibe auch der Meinung, nur das Problem ist, ich bin ein Vollidiot. Gut, durch den Flugtyp hat es natürlich eine gewisse Resistenz gegenüber Kampf. Aber ich schmeiße hier gerade ein Unlicht-Pokémon in einen Kampf-Pokémon-Kampf rein. Was ist denn hier los mit mir? Aber der Orkan sollte genügend Damage machen, um Legios zu besiegen. Vor allen Dingen, wenn Zamazenta mal mit seinem Knuddler trifft. Lavados fängt nicht als... Alter, da ist ja gerade jede Attacke daneben gegangen, außer seine. Und damit ist Lavados... Wow. Lavados hat einfach nichts gerissen. Ich sag schon, ich will ihn jetzt mal in Aktion sehen. Oh mein Gott. Gut. Wen haben wir denn noch, der gegen Kampf-Pokémon was anrichten kann? Wir haben Koranospa. Das können wir auch mal in Aktion sehen. So richtig in Aktion hatten wir das nämlich auch nicht. Das freut mich tatsächlich gerade. So, Koranospa, dann setz mal Psychokinese auf Legios ein. Aber der Knuddler nimmt Legios vorher raus. Ich bin gespannt, was jetzt als letztes kommt. Obwohl, es müsste doch eigentlich Machomai kommen, oder? Das ist ja ihr Gargantamax-Pokémon. Oder lege ich da falsch? Die Frage ist nur, ob sie es auch Gargantamaxt. Jetzt solltet ihr euch lieber konzentrieren, denn ich nutze jede Unaufmerksamkeit aus. Und da kommt Machomai, wie gesagt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das Gargantamaxen wird. Und ich kann Koranospa gar nicht Gargantamaxen. Okay. Ich habe nicht aufgepasst, aber war das bei Lavados auch so? Ich weiß nicht. So, da kommt die Psychokinese und die One-Shotted. Gut, Machomai hat halt weniger Leben gehabt, aber hier hat man schon mehr Teamplay gesehen als in der ersten Runde, wo Zerora alles gerissen hat. Kann die Namen nicht, es tut mir leid. Zwolok reißt ja einfach gar nichts. Da kann man ja sagen, was man will. Ja, ihr zwei habt solide gekämpft. Immerhin wart ihr dazu in der Lage, eines meiner Pokémon aus dem Spiel zu nehmen. Ich meine, das haben die ersten beiden nicht hingekriegt. Gut, die haben auch gegen Zerora gekämpft. Und jetzt perfekt Deleon und Roy als nächstes. Auch der schönste Kampfspaß muss einmal enden. Sehr verehrte Zuschauer, so kommen wir nun ohne Umschweife zum großen Finale mit den folgenden Kontrahenten. Tekko Top gegen Deleon und Roy. Wunderbar. Ich hätte so gern diesen Umhang, den Deleon da hat. Ich würde einfach so gern einen Umhang haben in diesem Spiel. Tekkohop, ich wusste, dass ihr es bis hierher schaffen würdet. Mir war auch sofort klar, wie das Turnier enden würde, als ich die Teilnehmerliste gesehen habe. Also gut, wir sind eure letzten Gegner. Das Finale wird entscheiden, welches Duo das stärkste ist. Sorgen wir dafür, dass es ein wahres Spektakel wird. Ich würde ja lieber gewinnen, indem ich dich besiege, Deleon. Aber wenn wir gegen die beiden da antreten können, hat es sich wenigstens gelohnt, ausnahmsweise mit dir zu kämpfen. Machen wir die beiden fertig und holen uns den Sieg, Tekko. Ja, wir machen die komplett fertig. Ich würde mich riesig freuen, gemeinsam mit dir zu gewinnen. Strengen wir uns an. Das waren die wunderbaren Worte von Hopp zum Schluss. Und nun werden Deleon und Roy mal gehörig in den Arsch getreten.
Lass es uns tun. Das sind tatsächlich meine beiden Lieblingsgegner vom gesamten Spiel. Deswegen habe ich so mega Bock auf diesen Kampf. Ich werde zuerst Roy rausnehmen. Roy, setz deine Wettertricks ein, um uns den donnernden Jubel zu holen. Das brauchst du mir nicht zu sagen, obwohl ich eigentlich lieber gegen dich kämpfe. Hat der es mal mit Deleon? Ich weiß, ihr zwei seid Rivalen, aber ich stehe hier vor dir. Und das werde ich ihm auch gleich mal beweisen, indem ich Dynamaxe. Und einen schönen Dynaworm auf Libeldra loslasse. Jetzt zeigen wir denen unsere gesamte Kraft. Ich muss auch sagen, Katapultram Köderball sieht einfach mega gut aus. Das passt so wunderbar. Vor allen Dingen, wenn es später Shiny ist. Ich habe leider noch keinen Shiny Katapultra, aber ich werde definitiv bald eins haben. Aber zuerst machen wir mal das Libeldra da fertig. Durengard schützt sich erstmal. Gut, ist halt klassisch von Durengard, ne? Aber jetzt zeigen wir, was abgeht. Das müsste one-shotten, oder? Das one-shottet. Nice. Gut gemacht, Katapultra. Gut gemacht. So will ich das sehen. So ist das perfekt. Und ich glaube, Zwolok stirbt in der ersten Runde jetzt mal nicht. Aber da Dings Königsschild, da mit Durengard Königsschild eingesetzt hat, wird Zwolok diese Runde auch nicht großartig was hinkriegen. Ah, Warteschild. Okay. Jetzt hat es einmal diese Attacke gut eingesetzt. Was bringt ihm das eigentlich genau? Die Verteidigung steigt drastisch. Oh, okay, gut. Damit kommt man klar. Viscoron, okay. Roy ist wieder komplett mit seinen Drachen-Pokémon am Start, aber der Dynaworm wird... Der wird Viscoron schon weghauen. Man sieht da, ein Viscoron, das gewone-shottet wurde. Ganz einfach. Wow. Zwolloks einzige Attacke, die irgendwas bringt, hat keine Wirkung auf Durengard. Alla Hopp, kannst du nicht einfach... Was ist denn Stahlstrahl? Jetzt mal abgesehen davon, dass Zwolok gerade weggehauen wurde mal wieder. Aber was ist denn Stahlstrahl? Die Attacke kenne ich gar nicht. Die ist ja mal mega cool. Man kriegt zwar Rückstoß, aber die ist übelst heftig. Reiß dich zusammen, Roy. Du wirst gewinnen und allen zeigen, dass du der Star von Gala bist. Ja, da kommst du ein bisschen spät. Also das Champ-Tournament, das war ja erst letztens. Und das Star-Tournament, das sieht auch nicht so wirklich gut für dich aus, mein Freund. Ich meine, dir steht gerade ein riesiges Katapultra gegenüber, das dein Pokémon jetzt wieder one-shotten wird. Und halt noch ein legendäres Pokémon. Er Gigantamaxt nicht sein Duraludon und ich one-shotte es nicht. Was ist denn hier los? In diesem letzten Kampf, da geht's echt ab. Aber gut, dass wir den Angriff so stark senken. Hirscher, das bringt tatsächlich was gegen Durengard. Und haut Durengard sogar raus. Finde ich gut. Gut, Drachenklaue. Ja, dass das soliden Damage machen wird, das habe ich mir schon gedacht. Deleons Katapultra gegen mein Katapultra. Ich glaube, da lasse ich doch mal von Duraludon ab. Und lass es mir nicht nehmen, gegen sein Katapultra zu kämpfen. Und mit was kämpft man gegen ein Katapultra? Genau, mit Drachenpfeilen. Mit nichts anderem. Genau jetzt Gigantamax, ja, wo ich nicht mehr Dynamax bin. Na super. Ja, aber Hauptsache das schöne Bild gemacht, ne? Der weiß, wie man das Rotom-Handy benutzt. Ich hoffe nur nicht, dass er mit Dynaworm ein Katapultra angreift. Ich hätte nämlich gerne noch den Kampf gegen Deleons Katapultra. Der kann Dracometeor? Okay, mein Katapultra ist down. Echt schade. Aber gegen Dracometeor kann mein Katapultra eher weniger mal was machen. Tifo wird das Ganze jetzt regeln. Da habe ich vollstes Vertrauen in ihn. Zum Glück ist er Typ Unlicht. Das heißt, er wird Katapultra mal schön auf die Müllhalde schicken. Der Spruch hätte eher mehr bei Duraludon gezogen. Ist mein Finstertreffer gerade daneben gegangen? Ich habe es nicht richtig gesehen. Aber Hauptsache, dass Schildstoß kommt. Der Schildstoß kommt und Duraludon geht down. Nice. Roy ist damit raus und damit ist nur noch Deleon da. Die letzte Hürde vor unserem Sieg. Ah ne,
Finstertreffer ging doch nicht daneben. Wir haben es noch nicht eingesetzt. Ich finde diese Attacke so nice. Wirklich so nice. Und auch noch ein Volltreffer hinterher. Wunderbar. Das ist die Rache für mein Katapult-Radelion. Gut, ab vor eurer Stärke, aber noch ist der Kampf nicht vorbei. Ja gut, er hat halt nur noch Glurak, ne? Ich meine, was will er sonst noch einsetzen? Sein Glurak würde wahrscheinlich Gigantamaxen. Ich finde es schade, dass ich jetzt nicht Gigantamaxen kann. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nichts, was hier was bringt. Ich könnte Gecko nochmal reinschmeißen, das mache ich auch. Mit einer Wasserattacke, da habe ich mehr Bock gegen seinen Glurak zu kämpfen. Gut, ich denke, so eine Hydro-Pumpe, die wird jetzt definitiv guten Damage machen. Oder? Schön den Freezer-Move gemacht und sogar der One-Shot. Das ist krass. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich wusste zwar, dass das gut Damage machen würde, aber der One-Shot? Niemals. Ah, Deleon hat schon wieder verloren. Grandiose Teamarbeit. Ich muss euch für diesen aufregenden Kampf danken. Was willst du? Ich mag zwar der Verlierer sein, aber ich habe bis zum Ende nicht aufgegeben. Das reicht mir. Oh, das ist eine gesunde Einstellung, mein Freund. Was für ein fabelhafter Kampf. Der hätte auch dem Champ Cup alle Ehre gemacht. Ich bin echt froh, das Galar Star Turnier organisiert zu haben. Danke fürs Teilnehmen. Das war ziemlich kurz, muss sagen. Es ist soweit. Das Ergebnis des Finales steht fest. Ich hätte gern gewusst, wer Fragezeichen Fragezeichen ist. Ich glaube nämlich, dass das Maastricht ist. Es war der absolute Wahnsinn. Vielen Dank an euch, Champ und Deleon. Waren großartige Kämpfe. Würde ich auch so sehen, ne? War toll. Hat mir gut gefallen. Können wir gerne wiederholen. Apropos wiederholen. Hört ihr das? Die Stimmen der Zuschauer, die ihre Gefühle herausschreien, ihre Begeisterung ist euer Verdienst. Euer Kampf hat sie unglaublich mitgerissen. Gleichzeitig ist damit auch das Turnier, das ganz Galar zu Beben gebracht hat, beendet. Ehrlich gesagt stimmt es mich etwas traurig, dass der Spaß schon vorbei ist. Deswegen bleibt mir nur eins zu tun. Ich eröffne hiermit das dauerhafte Galar Star Turnier. Krieg noch mehr Kämpfe zu sehen. Yay! In diesem Turnier können zweier Teams beliebig oft gegeneinander antreten. Es steht euch dabei frei, ob ihr wiederholt mit demselben Partner antretet oder stattdessen einen neuen wählt. Das wird eine kunterbunte Mischung der stärksten Trainer Galars. So könnt ihr beim nächsten Mal und alle Male danach voll aufdrehen. Solange es Pokémon und Trainer gibt, die nach den Sternen greifen und Zuschauer, die nervenaufreibende Kämpfe zu sehen bekommen möchten, so lange wird auch dieses Turnier vorbestehen. Noch in 1000 Jahren. Ja, bis in alle Ewigkeit. Das nenne ich mutiges Selbstvertrauen, mein Freund. Mutiges Selbstvertrauen. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und mache die Bühne frei für die Maximizers. Los, rock die Arena. Achso, das ist dieses Pokémon-Dings. Ja, was kriegt man jetzt hier? Man kriegt 1 Million $ und kann neue Klamotten freischalten. Das war's eigentlich schon. Na, jetzt kommt wieder das Outro. Man sieht hier wieder alles Schönes. Ich würde mal sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, weil dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es nämlich tatsächlich sehr Spaß gemacht. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss.